Klasse ist gut. Naja. Oh, beide. Warte, einstecken noch. Na, hier hängt doch überall noch Kohle, aber das können wir ja später machen. Boah, ey. Mich regt das Konstrukt hier tierisch auf. Welches Konstrukt? Na, ja, alles einfach, ich weiß auch nicht. Die Base. Ja, Base auch. Nee, Base nicht, aber hier alles drumrum halt. Weil hier alles auch zugeschissen ist mit Keys und sowas. Ja. Das ist alles ein bisschen nie ganz so toll. Hier ist auch alles zugeschissen mit Rohstoffen. Das ist das Hauptproblem, was ich habe. Weißt du, was ich gerade verstanden habe? Hier ist alles zugeschissen mit Rohstoffen. Das würde sogar passen, weil hier so viel Redstone rumliegt. Alter, ich hab so viel Eisen und Kohle hier gerade vor mir. Alter, ich höre schon wieder ekelhaft. Spinnen. Ich höre schon wieder irgendwelche ekelhaften Spinnen. Ich höre die ganze Zeit Zombies und Skelette und eigentlich alles irgendwie. Da ist ein Creeper! Der Creeper tötet mich. Ich bin die ganze Zeit out of Fackeln. Ich habe den Creeper erlegt. Ah, hier waren wir schon mal cool. Boah, ich höre hier Spinnen, Alter. Ich krieg mich nicht mehr ein. Oh, bitte sag nicht, dass hier irgendwo schon wieder so ein hässlicher Spawner ist. Boah, ich mag gar nicht mehr hier lang gehen, ey. Ah, Creeper, Creeper, Creeper. Creeper Mann. Creeper Mann. Hier ist eine Schlucht. Wen interessiert? In der wir noch nicht waren. Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Wo ist dieser Mistbastard? Von wem auch immer du sprichst. Von Creeper. Ah. Boah, hier unten ist schon wieder irgendwas Unerkundetes. Ich renne gerade auch irgendwie an 90% der Rohstoffe vorbei. Weil ich es irgendwie gerade nicht mehr kann. Anders. Oh, ich würde gerne mal wieder eine Kiste finden. Hätte was. Naja, erstmal Eisen abbauen. Dahinter ist schon wieder Kohle und oh, nö. Scheiß drauf. Ich hasse mein Leben und diese Welt und alles generell. Warum? Du weißt nicht, wo ich gerade rumrenne. Ach so, ich dachte schon, du beziehst es jetzt auf die echte Welt. Das auch. Also ich bitte dich ja. Ich will keine Emo-Kommentare unter meinem Video haben. Wow! Was war das? Weiß ich nicht. Hier ist gerade ein Creeper durch die Wand gebacken, war auf einmal, war da, stand richtig da und war wieder weg. Cool. Kenn also ich. Also nicht nur so ein bisschen durch die Wand, das sind so Sound, die sind das sehr so lang. Oh, sondern das sind richtig kurz da. Aber ich sehe hier schon wieder überall Lava. Sag nicht, dass hier unten ist auch Lava. Hallo? Wow! Also wenn du Blue Up bist, ne? Wir sind Meilen voneinander getrennt, glaube ich. Kann sehr gut sein. Soll mir auch recht sein.
Ich glaube, ich bin gerade in der Nähe von der Base. Boah, Base? Bin ich 100 Millionen entfernt. Ja, ich bin in der Base. Ich könnte auf meinen Waypoint gucken, aber habe ich jetzt auch keine Lust zu. Oh, warum hast Gott, ey, eine Truhe abgebaut? Weil das sinnlos war. Nein. Doch? Weil die Truhe jetzt voll ist. Na, dann kannst du eine neue aufstellen, bloß. Da waren ja nur sinnlose Sachen drin in deiner Truhe. Und was ist das hier alles schon wieder? Oh Mann. Oh, alles schon wieder voll mit. Oh, alter Schwede, ich habe hier eine Schlucht gefunden. Da ist alles voll mit Lava. Na, Creeper-Mensch, deine KI ist wohl ein bisschen zu gut für dich, hm? Der Creeper-Mann, der will nicht über die Lava gehen. Jetzt backt er eine Runde rum, jetzt kommt er wieder. Ich wünschte, ich hätte jetzt einen Pfeil oder irgendwas, was man schießen kann. Ich meine, das mal genüsslich vor dem Creeper ein Hühnchen essen. So. Während der Spaß hat, kann ich jetzt mal hier das Eisen abbauen. Boah, ey, das ist eine mittlere Katastrophe hier. Also eigentlich müssen wir uns nur merken, wie wir hier reinkommen und wo die Base ist. Ansonsten alles andere funktioniert eigentlich. Hm. Da können wir dann auch immer wieder raus und immer wieder rein. Können sogar die anderen mitnehmen und sowas. Genau. Genau. Sag mal, Wedi, was hältst du eigentlich von RTL? Ich hasse RTL. Abgrundtief einer meiner eingeschworenen Erzfeinde. Erkläre. Ich bin einfach das Univorlos und dumm und es ist einfach, oh, naja. Oh, oh. Hier war gerade irgendwo ein Creeper. Es ist halt einfach, wenn sich die Leute jetzt unbedingt anschauen müssen, sollen sie doch, aber wie man so Geld verdienen kann, ist mir irgendwie schleierhaft. Hm. Ja, so einer ähnlichen Ansicht bin ich auch. Also ähnlich, naja, man gleich nicht, aber ähnlich. Sehr ähnlich. Naja, RTL ist halt so eine Klasse für sich. Klasse ist gut. Naja. Autsch! Scheiß Arsch, meine schöne Peliküre. Ich hab mit dem Skelett gehört. Ich würde gerne mal wieder gegen den Hauptkämpfer, der dann für meinen Helm fallen lässt. Das will ich mir jetzt nicht weit unten, weil der Nebel ist schon richtig krass hier. Hm. Also zur Info für alle, die normalerweise nicht so viel Minecraft spielen und obwohl ich glaube, es gibt gar nicht Leute, die der Trace von Minecraft anschauen, die normalerweise immer Minecraft, oder? Aber trotzdem, mal so zur Info, umso weiter man nach unten kommt in den Minen, umso stärker wird dieser Nebel. Also man kann immer weniger sehen. Hier war doch gerade sehr schön gesagt. Ich sterbe. Ja? Wo ist der Creeper hin? Da ist der Creeper. Fackel setzen, Schwert ausrüsten. Ach, der kommt nicht durch. Oh. Ja, stirb halt im Wasser, ist mir auch egal. Ich dachte, er kommt nicht durch. Oh, er kommt doch durch. Darüber hätte ich mich sehr gefreut. Mit Item. Aber boah, hier geht's noch weiter. Ach, nö. Scheiß Lavasee, drehen wir wieder um. Und jetzt gleich Creeper. Nein, BOOM! Skelett sind das, was ich am meisten hasse. Hä? Und Skelett sind das, was ich am meisten hasse. Skelette oder Creeper? Skelette. Hm. Dabei bist du und selbst eins, ey. Das ist doch gar nicht. Na, du rennst hier rum mit Bogen und so? Was erwartest du? Naja, ich finde halt Bogen mit ich spiele ja auch als bei Skyrim als Bogenschütze.
Ja. Und ja, ich habe mich gerade als Skyrim wieder geoutet. Und wie es weitergeht, erfahren Sie in der nächsten Folge. Jetzt einen schönen Cut machen. Wenn das jetzt wirklich schon die nächste Folge ist, dann wird es so lang. Boah, RTL war mal ein richtig schöner Sender bis 2007. Ich fände es auch schön, wenn du diese Explosionen, also nein, das wäre keine Explosion, wenn du das, wenn du ein Stück rausschneiden könntest, aus einer Folge, wo ich gerade wurde, los, lauf, 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 so als Einspann, das wäre sehr toll. Denkst du, vielleicht macht das, was du mir sagst? Ich habe ja nicht gesagt, du sollst es machen, ich habe nur gesagt, ich hätte Angst, wenn du es machen würdest. Ja, Diamanten? Natürlich nicht. Ach, schön. Keine Diamanten. Lavasee? Natürlich. Ja, ich habe auch einen Lavasee, aber keine Diamanten. Ja, ich war auch gerade nur noch Kohle und ein bisschen Eisen ab. Aber hab ich Kohle wieder. Hier vielleicht jemanden? Nö. Gut, dann eben nicht. Wer ist denn in der letzten Spitzhacke angekommen? Alter, ich habe gerade eine Kohle abgebaut, ey. Eine Kohle. Geht das normalerweise? Kommt Kohle doch immer in Massen in einer Art davor. Na, es waren bestimmt 40 Kohlen, aber ich habe nur eine abgebaut. Nee, 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 war wirklich nur eine. Hier ist es dunkel, gehen wir mal rein. Oh, hier ist noch ein bisschen Eisen. Ja, habe ich auch gerade gefunden. Und da unten drunter Redstone. Ein Stück. Ach toll. So, dann machen wir uns jetzt mal wieder daran, Schienen abzubauen. Da hinten ist Obsidian und Wasser. Traue ich mich da jetzt hin? Nicht sagen, wir machen es einfach. Richtig. Alter, und dabei auch noch Gold gefunden. Oh, Diamanten! Direkt unterm Gold. Wow. Yay! Yay! Sehr geil, wie viele? Bis jetzt sehe ich zwei. Allerdings muss ich dazu erstmal hier ein paar Sicherheitsvorkehrungen treffen. Ist das Beste. So, mal gucken, vielleicht werden es noch mehr. Hoffen wir es. Drei, vier, vielleicht ist unten drunter noch eine zweite Lage, wer weiß. Wir sind noch bei vier. Ich denke, wir werden bei vier bleiben. Oh, jetzt ist mir die Spitzhacke kaputt gegangen. Wir werden bei vier bleiben. Oh, jetzt backt das hier schon wieder mit den Werkzeugen rum. So, Fackel aufstellen. Und Sicherheitsvorkehrungen weitermachen. Boah! Dieser scheiß Werkzeug-Bug, ey. Endlich. Irgendwo verreckt hier gerade ein Skelett. Ich hab's auch gehört. Echt? Dann scheinen wir ja relativ nah beieinander zu sein. Oh, hier ist ein Skelett-Spawner. Oh, wie geil ist das denn? Echt cool. Bloß nicht kaputt machen. Nein, ich sterbe das noch. Hast du gerade gesagt, du stirbst erstmal? Ja, sieht gut aus. Nicht wirklich, oder? Doch. Aber ich höre dich doch, du musst ja hier ganz nah sein irgendwo. Ja, dann wär's natürlich. Ich sehe auch deinen Namen, aber naja, so weit bist du nicht weg, aber schon ein Stück. So, warte. Dann helf mir doch mal bitte. Ja, ich muss erstmal mich um die Diamanten. Oh, wir sind schon bei 6 Diamanten. Wir sind, ach, bei verdammt. 7, wir sind bei 8 Diamanten. Ach verdammt, hör auf. Los, wie kriege ich die? Wie kriege ich die? Hallo? Kamikaze. Du könntest mir mal verraten, wie ich die zurück zur Base kriegen soll. Die Base ist gar nicht so weit weg. Ja, ich bin ja aber auch nicht bei dir. Aber wenn du meinen Namen lesen kannst, dann... Naja, was heißt lesen? Ich sehe ihn halt, sehe so einen schwarzen Streifen irgendwo da rumbacken. Relativ weit oben oder relativ weit unten? Naja, eher über mir. Naja, ich bin auf Ebene 10 gewesen gerade, glaube ich.
Aber ich glaube, ich finde die Base schon gleich. Sieht alles so vertraut aus. Ich fühle mich hier gerade verarscht. Ich habe die Base gefunden. Soll ich dir das sagen? Ich fühle mich gerade ernsthaft verarscht. Warum? Weil es in dem Dungeon hier kein Ton gibt. Warte mal, ich komme gleich zu dir. Vorher werde ich mir allerdings noch ein paar Fäckelchen machen und ein paar Werkzeuge. Hatten wir jetzt schon Eisen? Ja, wir haben Eisen eingeschmolzen. Kannst du gleich weitermachen. Warte mal, Sticks. Und? Jetzt habe ich ein paar Sticks zu viel gemacht, habe ich so das Gefühl. Egal. Wir haben noch von allem genug. Brauchst du noch Fackeln? Ich habe erstmal. Gut.